Hallo, liebe Pilar, hier ist Erik Rossbander aus Norddeutschland, aus Bremen. Danke für dein Interesse, gern beantworte ich dir deine Fragen. Du fragst, was ich in der Nacht zum 9. oder vom 9. November gemacht habe. Ja, ich war in Magdeburg an den städtischen Bühnen, dem Theater in Magdeburg, engagiert als Schauspieler. Und an dem besagten Abend hatte ich Vorstellung. Und zwar habe ich die Hauptrolle gespielt in John Fords Stück Schade, dass sie eine Hure ist. Und als ich auf die Bühne gegangen bin, stand die Mauer noch. Und als ich runterkam von der Bühne, erzählten mir meine Kollegen, die etwas mehr Zeit hatten als ich an dem Abend und unterdessen ab und zu ins Radio hören konnten, dass die Mauer gefallen sei. Ich bin dann zügig nach Hause zu meiner Frau und meinem einjährigen Kind, das geschlafen hat natürlich, gelaufen. Und sah die Bilder im Fernsehen und bin vor Freude und ja, Glückseligkeit, dass dieser Albdruck abfällt von unseren Biografien, in Tränen ausgebrochen. Ja, wie gesagt, ich war in Magdeburg, verheiratet, mein Sohn war damals ein Jahr alt. Als ich ein Jahr alt war, wurde die Mauer gebaut. Und 28 Jahre später, als mein Sohn ein Jahr alt war, fiel sie wieder. Wir sind am 10., also am Tag darauf, am Freitag, nach Berlin gefahren. Nach West-Berlin zu einem Freund und sind dann ja, Tag und Nacht um die Häuser gezogen und haben erfahren, dass am 12. früh morgens um 8 der Potsdamer Platz, der berühmte Potsdamer Platz, in den 20ern möglicherweise der belebteste Platz der Welt, wieder eröffnet werden sollte. Also ein ganz besonderer Termin und das wollten wir natürlich erleben. Wir waren auch um 8 da, aber es war eine unübersehbare Menge von Leuten, sodass wir gar nicht sehen konnten, schon vor Ort. Und dann sah ich seitlich diese Absperrgitter der Polizei liegen. Die haben mir an die Mauer gestellt, hochgeklettert, vorgerobbt. Und ich bin dann aufgestanden, weil es wirklich knackig kalt war. Ja, und so ist das Bild aus ganz vielen Perspektiven von vielen Privatpersonen, denke ich, und von vielen Journalisten geschossen worden. Gesprochen habe ich mit keinem, der dieses Foto gemacht hat, jemals. Gut. Ja, und jetzt leben meine Frau, die drei Katzen, danke Lissi, und ich in Bremen. Ich bin Schauspieler an der Bremer Shakespeare Company. Ja, und ein sehr dankbarer Mensch, dass ich das erleben durfte, diesen Mauerfall, und dass ich beide Systeme, das Ostdeutsche und das Westdeutsche, liebe Grüße, danke für dein Interesse und ciao.